Guten Morgen in Gothic wünsche ich euch. Hoffe, ihr habt gut geschlafen. Wie unser namenloser Held hier, trotz der Spinnenweben. Ein bisschen putzen hier. Ja, dafür haben wir keine Zeit. Wir sind auf der Suche nach Carport. Oder so ähnlich. Vergessen, wie der heißt. Also, der muss ja dringend kacken oder. Das aus anderen Gründen verletzt und. Glaubst du, dass uns mal jemand von außerhalb besucht? Wohl kaum, was? Weil die kommen ja dann nicht mehr raus, oder? Bro. Lass es einfach. Immerhin hat er sich nicht geheilt nachts, das heißt. Ich werde ihn einfach langsam loswerden. So, wir sind auf der Suche nach dieser Holzfällerhütte. Ich habe es jetzt letztes Mal so im Westen, Nordwesten probiert. Diesmal halte ich mich mal südlich vom Fluss. Und gehe direkt, also erst ein Stück nach Süden aus dem Eingang und dann nach Westen sozusagen. Breite Schlucht, hat er gesagt. Das traf letztes Mal nicht so richtig auf das zu, wo ich lang gegangen bin. Ob das hier eher zutrifft. Das ist doch eher so eine breite Schlucht, würde ich sagen. Oh. Der Dude hat uns gehört, wie wir ihn gelästert haben. Deswegen ist er jetzt nicht hinterhergelaufen. Da habe ich mal nichts dagegen. Mann, ich will ihn ja nicht unbedingt umbringen. Er nervt halt nur etwas. Entschuldigung, die vor Gericht übrigens auch super funktioniert. Ich wollte ihn eigentlich nicht umbringen, aber der hat echt genervt. Also echt. Das daneben hauen. Das ist eine super breite Schlucht. Das wird schon irgendwo hier sein. Gucken uns hier mal trotzdem schön genauer an. Oh. Ist das schon hier? Dann ging es ja schnell. Ja. Schön daneben gehauen. Die haben immerhin ein rostiges Schwert dabei. Ich weiß gar nicht, wie viel man dafür kriegt. Natürlich nachgucken jetzt. Mache ich aber nicht. Wupp. Komisch lang geglitscht. Bevor ich zur Hütte gehe, erst nochmal hier umschauen. Altes Schwert. Schöne Musik haben sie hier. Gibt eh wenig Musik in. Gothic oder täuscht das? Das ist nicht so wahnsinnig viel. Und nicht halt so. In den Vordergrund gerückt, wie in vielen anderen Spielen. Oh, 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 oh. Da gehe ich nicht lang. Die sind mir zu hardcore. Ich will mal ganz kurz schauen. Nee. Bei den Waffen. Also ich trage natürlich im Moment Whistlers Schwert. Altes Schwert macht nur 12 Schaden. Das ist 12 wert. Rostige Schwerter sind 10 wert. Ist auch nicht so viel, schade. Naja, dann gehen wir doch hier hin. Der eigentliche Grund unseres Besuchs hier. Der hat ja auch schon so einen Goblin vor seine Hütte platt gehauen. Looten den mal, das stört ihn sicherlich nicht. Oh, eine Fleischschwanze. Will ja auch mal 10 XP noch geben. Stimmt, und ich bin ja auch in der letzten Folge im Level aufgestiegen. Das war ja auch noch. Gucken wir ganz kurz rein. Stufe 6 sind wir inzwischen. Haben 10 Lernpunkte wieder bekommen. 112 Lebenspunkte immerhin inzwischen. Sehr, sehr nice. Bevor ich mit ihm rede, gucke ich mich immer noch kurz um. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, wie es in echt aussehen würde, du kommst irgendwo hin, kennst jemanden nicht. Und dann gehst du erstmal im Kreis um ihn, machst irgendwelche komischen Sachen, bevor du mit ihm redest. Wenn du irgendwie kein Event auslösen möchtest.
Okay. Der Dietrich ist abgebrochen. Ich probiere es. Das lade ich dann gleich nochmal. Ich will jetzt, ob ich nicht falsch mache. Nach links. Nach rechts. Also ist egal. Oben und unten gibt es ja nicht. Okay. Nur ein bisschen rumprobiert. Nicht, dass ich das irgendwie falsch verstehe. Aber die Tür kann man einfach nicht öffnen. Mit den Dietrichen. Er sagt immer, ein Fehler oder der Dietrich bricht einfach stumpf ab. Egal, ob man rechts oder links oder wie auch immer probiert. Das führt einfach zum Fehler. Naja. Jetzt haben wir jetzt einen Dietrich verloren für den ersten Try. Und im zweiten Mal hat das schon gemerkt, dass es nicht geht. Gut, 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 gut. Hallo! Kavalorn. Genau, so hieß du. Was machst du hier draußen? Ich bin Jäger. Ich jage vor allem Scavenger. Woher bekomme ich einen Bogen? Von mir. Ich verkaufe die besten Bögen des alten Lagers. Zum Pullen wäre es manchmal ganz cool. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Das weiß ich ja noch nicht. Schleichen kostet 10 Lernpunkte. Bogen kostet auch 10 Lernpunkte. Zeig mir deine Ware. Was hat denn der so? Ein Dietrich hier? Also ein Dietrich. Erz, Apfel, Bier, Käse, Brot, Wasser. 200 Pfeile. Ein Kurzbogen, der macht 20 Schaden. Ein Reiterbogen, der macht 24 Schaden. Ich kaufe mir, glaube ich, einfach einen mal, um auszuprobieren, wie das funktioniert. Und dann kaufen wir uns mal... ein paar Pfeile. Und verkaufen ein bisschen Shit, würde ich sagen, halt, ne? Hier so ein Käse. Ich behalte mal eine Spitzhacke und eine Axt. Keine Ahnung, ob man die jemals gebrauchen kann. Habe ich gar nichts anderes mehr. Hätte ich nicht noch irgendwie Schwerter zum Handeln? Anscheinend alles schon mal gemacht. Ich dachte, ich hätte noch welche. Ganz offensichtlich nicht. Ich kann hier irgendwelchen Quatsch verticken. Seraphis. Rabenkraut. Das ist alles nur zum Handeln. Ich glaube ja, 22 ist auch nicht so viel Lebensbonus dafür, 15 kriegt man dafür, Wert 8, kann man irgendwas vom Wert jetzt sich gar nicht lohnen sozusagen. Eiswurzel, Mana-Bonus. Das würde ich ja vielleicht später noch nutzen. Waldbeeren. Ist das zufällig gerade 90-90 da oben? Ich dachte, ich kann ja noch ein bisschen Shit verticken und sein Erz dafür an Land ziehen. Dann verkaufe ich das mal so. Und das war's jetzt. Ich dachte, von ihnen kann ich schleichen lernen, wurde mir gesagt. Das war eigentlich der Grund, warum er mich hier hingeschickt hat. Dachte ich zumindest. Kann man den Bogen jetzt ausprobieren? Super zielen. Ja, wir sehen noch ein bisschen gefährlicher aus auch. Und vielleicht kann ich damit mal pullen oder so. Ich hatte tatsächlich gedacht, dass ich hier jetzt
Knüppel. Der Böse ist, wenn ich ihm die Sachen wegnehme. Wein. Ich will mir davon ausgehen, dass er böse wird, wenn ich ihm die Sachen wegnehme. Der hat hier sein Mittagessen hingestellt und alles andere. Das machen wir mal nicht. Danke, Targeting-System. Weiterentwickelten Scavenger, auf die gehe ich mal eben nicht. Hier ist dann eine verschlossene Tür gewesen. Hier haben wir eine Höhle. Moin. Also ich vorstelle, dass das eine Familie ist, die hier gerade gemütlich zusammensaß. Und hier liegt auch ein Skelett. Ganz so friedlich sind sie nicht. Aber trotzdem, ist das eine Familie von irgendwas? Viechern? Verwitterte Axt? Trank? Die halt irgendwie in dieser Höhle sitzt. Dann kommt da so ein Typ rein mit dem Schild und zack, 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 zack. Die ganze Familie weggemetzelt. Und dann geht er wieder. Die haben bestimmt Quatsch gemacht. Da lag ein Skelett. Die sind bestimmt fies und böse und die schlimmsten aller Zeiten. Guck mal jetzt, wie ich jetzt von hier aus eventuell an den Fluss rankomme. Den ich hier von einer Seite schon besucht habe mit den Lurkern. Ah, da ist der Fluss. Hier für eine Stelle. Ich versuche es gerade ein bisschen einzuordnen. So ganz kriege ich es noch nicht hin, ehrlich gesagt. Das ist der Fluss, den ich von der nördlichen Seite schon mir angeschaut habe. An der südlichen Seite vom Fluss waren die Lurker. Ich check gerade nicht, was da für ein Hund und für ein Lager ist da eben. Das will ich mir nochmal genauer angucken. Sehe ich denn von hier oben die Lurker? In der Tat, okay. Blutfliege und das ist ein Wolf einfach. Da hinten ist an der Lage von dem Corvalon Carport. Kommt man sonst hier hin? Manche klitschen hier so komisch drauf rum. Die haben mich schon bemerkt. Dann komm halt her. Können wir den Bogen drauf schießen? Okay, gut, der kann natürlich fliegen. Hallo, die Waffe raus! Okay. Der andere ist ein bisschen gestresst. Weil er nicht hochkommt. So, Kind. Ah, ich ziehe automatisch drauf. Probieren wir es einfach mal. Okay, das hat mal gar nicht funktioniert. Komm, ich hier ein bisschen runterkommen, ohne mir die Haxen zu brechen. Nein, 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 komm nicht weiter. Ach komm, jetzt nicht hier festhängen. Nein, 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 nicht da festglitschen. Oh, was? Wert, was? Was habe ich jetzt gemacht?
Aber man kann hüpfen, stimmt. Vergesse ich mal wieder, weil man das irgendwie nie benutzt. Was war das mit dem Erz? Gerade habe ich Erz weggeschmissen jetzt. Egal, ich bin da rausgekommen. Wo ist denn der Wolf hin? Der ist vor Schreck weggelaufen. Ich speichere auch nicht, dass mich der Wolf mir von hinten kaputt haut, während ich da was mache. Wo ist denn der Wolf hin? Was ist hier überhaupt los? Wo bin ich? Rechts. Hört sich gut an. Nochmal rechts. Ah, links. Rechts. Ha! 25 Erz. Gebratenes Fleisch. Eine Fackel. Zweimal Bier. Und ein Dittrich. Nehme ich mit. Danke sehr. Links. Rechts. Rechts. Links. Ha! Wie ein Vorgesetzter. 10 Pfeile, 2 Fackeln, Bier und 3 Dietriche. Oh. Der Wolf ist hier weg. Wem gehört das denn hier mal? Ich habe irgendwas übersehen, was man noch aufmachen kann, nutzen kann, was am Boden rumliegt. Sieht aber nicht so aus. Da ist der Wolf. Oh, nee. Der Wolf mit Flügeln, der andere Wolf. Komm her. Nein, die Maus ist wieder gekommen. Ah, ich muss mit Gothic jetzt auf den neuen PC umziehen. Da habe ich das Problem im Moment sehr viel seltener erstmal. Und mit der neuen Maus dann hoffentlich gar nicht mehr. Es tut mir echt leid. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich bei euch Zuschauern. Das ist ja echt nicht schön. Es macht mir auch keinen Spaß, immer das Spiel und alles neu starten zu müssen, weil es immer wie so ein... wirft einen immer so ein bisschen raus wieder. Aus dem Spielfluss hat tatsächlich. Sag mal, geil, wie alle paar Stunden die Sonne halt so... eben ein paar Stunden dann weiter wandert, aber am Stück, dass das halt nicht so ein kontinuierlicher Prozess ist, sondern nur so, weiß nicht, alle 4 Stunden, zack, neuer Sonnenstand. Deswegen ist es manchmal schwierig, sich anhand der Sonne vernünftig zu orientieren. Obwohl das eh nicht so ganz genau ist. Wie spät haben wir es denn? Mittags, jetzt genau mittags. Ja, das kommt nicht ganz hin mit der Himmelsrichtung, wenn man jetzt an das Nordtor denkt, zum Beispiel, was hier gerade ist. Das lässt man, glaube ich, in dem Spiel zumindest eher bleiben. Obwohl sowas ganz cool wäre in dem Spiel, wenn man, was ich am Anfang ja dachte, dass man so, okay, ich kenne mich hier nicht aus, ich habe keinen Kompass, keine Karte, ich habe aber vielleicht irgendwo eine Himmelsrichtung, irgendeine Idee, orientiere ich mich halt an der Sonne. Eigentlich eine coole Idee, klappt aber nicht unbedingt. Weil das halt nicht so genau ist. Hier war auch dieses abgesperrte Gebiet, wo sie mir gesagt haben, irgendwie da sind Orks und so. Ja genau, da stehen die Typen. Gucke ich lieber erstmal hier noch ein bisschen. Da hinten waren auf jeden Fall noch Blutfliegen, das weiß ich ja noch. Bin jetzt ja rechts abgebogen. Gehen wir jetzt mal hier oben lang. Oh, hier unten ist wieder der Velociraptor. Und hier ist irgendeine Art von Turm. Oh, ich habe bestimmt einen Schlüssel für wir hier natürlich auch. Oder auch nicht. Kann man einfach aufmachen. Tür, Truhe. Rechts hat geklappt. Nochmal rechts. Abgebrochen. Fuck. Rechts, links, rechts. Noch nicht rechts. Links, links. Hat schon gereicht. Feuerpfeil. Okay, einen Zauberspruch gefunden. Normale Pfeile. 69 Erz. Ein grobes Schwert. Oh, cool. Ist genauso stark wie meins. Das ist
Wenn man das relativ früh findet, muss man kein Geld ausgeben. Verwitterte Axt. Dietrich. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte das mal kurz richtig vergleichen. Grobe Schwert. Na gut, es braucht 20 Stärke. Hätte man am Anfang vielleicht nicht. Das Schwert sieht doch ein bisschen eleganter aus, finde ich. Jetzt können wir uns mal angucken. Ein bisschen Fashion Souls, wollte ich gerade sagen. Gothic Fashion. Aber man kann den Helden sich leider nicht so richtig von der Seite angucken, weil er sich mal mitdreht. Also das Schwert sieht ganz nett aus. Wenn ich ziehe auch. Das andere vielleicht ein anderes Moveset. Wahrscheinlich nicht. Aber das andere sieht länger aus. Sieht leicht anders aus am Griff. Insgesamt ist es schon ein bisschen länger, weil der Griff länger ist, aber die Klinge an sich nicht. Ich nehme trotzdem Whistlers Schwert, das haben wir uns teuer verdient sozusagen. Oh, da ist ein Lurker, der lurkt im Baum. Dann soll er da im Baum lurken. Ihr lurkt noch ein bisschen in den Kommentaren vielleicht und wartet auf die nächste Folge, die dann hoffentlich wieder ohne Mauszeiger auskommt. Das tritt jetzt wieder ein bisschen häufig auf. Tut mir leid. Aber in der nächsten Folge ist es erstmal wieder weg. Bis dann!